Im letzten Video hatte ich Sie gebeten, sich zu überlegen, welche geometrischen Abbildungen Ihnen aus der Schule noch bekannt sind. Vermutlich waren darunter die Spiegelung, Verschiebung und Drehung. Genau diese wollen wir in diesem Video nun näher in den Blick nehmen und insbesondere formal definieren. Versuchen Sie sich zu Beginn einmal selbst an einer solchen Definition. Wir starten mit der Achsenspiegelung und schauen uns eine mögliche formale Beschreibung der Zuordnungsvorschrift an. Gegeben ist eine Gerade G. Eine Zuordnung soll jetzt genau dann Spiegelung an dieser Geraden G heißen, wenn jedem Punkt P eindeutig, sogar eindeutig, ein Punkt P' zugeordnet wird, so dass folgende zwei Bedingungen erfüllt sind. Zum einen soll der Punkt P' auf dem Lot von P zur Geraden G liegen oder anders ausgedrückt, die Gerade, die durch die Punkte P und P' verläuft, soll senkrecht auf der Geraden G stehen. Und zweitens soll der Punkt P gleich weit von der Geraden G entfernt sein wie der Punkt P'. Und das könnten wir angelehnt an das Englische vielleicht bezeichnen mit D für Distance, also der Abstand von P zur Geraden G soll genauso groß sein wie der Abstand von P' zur Geraden G. Geometrische Abbildungen werden klassischerweise mit griechischen Buchstaben bezeichnet und es hat sich eingebürgert, dass für Spiegelungen der griechische Buchstabe Sigma, also das S für Spiegelungen, genutzt wird und im Index immer angegeben wird, um an welcher Gerade gespiegelt wird. Der Begriff Spiegelung rührt dabei daher, dass man Bildpunkte dadurch erzeugen kann, dass man die Kante eines Taschenspiegels beispielsweise auf die Spiegelachse stellt und damit insbesondere auch achsensymmetrische Figuren erzeugen kann. Übrigens für die Schule ein sehr handlungsorientierter und n-aktiver Zugang zum Begriff der Achsenspiegelung. Die zweite für den Unterricht der Sekundarstufe 1 wichtige geometrische Abbildung ist die Drehung. Ich habe Ihnen auch hier wieder eine formale Beschreibung der Zuordnungsvorschrift mitgebracht und die dürfen Sie sich selber einmal kurz durchlesen. Für die Bezeichnung von Drehungen hat sich der griechische Buchstabe Delta eingebürgert. Im Index wird einmal das Zentrum und der verwendete Drehwinkel angegeben. Wieder gilt es, einem Punkt P eindeutig einen Punkt P' zuzuordnen und auch bei der Drehung müssen zwei Eigenschaften erfüllt sein. Zum einen muss der Abstand vom Zentrum zum Bildpunkt genauso groß sein wie der Abstand vom Zentrum zum Originalpunkt und, auch das entnehmen Sie der schriftlichen Beschreibung hier, der Winkel zwischen dem Punkt P, dem Zentrum Z und dem Punkt P' soll gerade der Winkel Alpha sein. In der Schule wird ein Spezialfall, nämlich die Drehung um 180 Grad, mit Punktspiegelung bezeichnet. Und das mag aus Schülerperspektive sehr seltsam klingen, weil zunächst einmal nur schwer ersichtlich ist, was dieser Fall wirklich mit einer Spiegelung zu tun hat. Und doch ist der Begriff sehr bedacht und passend gewählt. Überlegen Sie einmal selbst, welche Analogien zwischen Achsen- und Punktspiegelungen auftauchen, die rechtfertigen, dass beides als Spiegelung bezeichnet wird. Und wir schauen uns noch ein letztes Beispiel an, nämlich die Verschiebung. In diesem Fall haben wir einen Richtungspfeil AB vorgegeben. Klassischerweise werden Verschiebungen mit Tau bezeichnet und der Verschiebungspfeil wird auch hier wieder im Index angegeben. Wieder gilt, dass jedem Punkt P eindeutig ein Punkt P' zugeordnet wird und hier müssen nun zwei Dinge erfüllt sein. Zum einen soll der Abstand von P nach P' genauso groß sein wie der Abstand von A nach B und zweitens die Gerade, die durch P, P' verläuft, verläuft parallel zur Geraden, die durch die Punkte AB verläuft.
Als wir uns im letzten Abschnitt mit den Phasen der Begriffsbildung auseinandergesetzt haben, haben wir gesehen, dass herausgearbeitete Eigenschaften der Achsensymmetrie beispielsweise als Grundlage für die Konstruktion mit Zirkel und Lineal dienen können. Und dort hantieren wir dann ganz bewusst mit der Achsenspiegelung. Bei dieser Konstruktion tauchen klassischerweise zwei Aufgabentypen auf. Einerseits die Aufgabe, dass man zu einer vorgegebenen Abbildung und einem vorgegebenen Punkt den Bildpunkt zu konstruieren hat oder umgekehrt, dass man zu zwei vorgegebenen Figuren die Abbildungsmerkmale rekonstruieren soll. Im Falle der Achsenspiegelung ging es dann darum, die Symmetrieachse bzw. die Spiegelachse zu zwei vorgegebenen Figuren zu ermitteln. Gleiches gilt auch für die anderen beiden Abbildungen, die wir uns hier angeschaut haben, die sich ebenfalls mit Zirkel und Lineal realisieren lassen. Vielleicht rufen Sie sich das Vorgehen für die Konstruktion einmal selbst in Erinnerung. Wie konstruiert man eine Drehung zu vorgegebenem Zentrum und Winkel? Und wie konstruiert man eine Verschiebung, wenn der Verschiebungsvektor vorgegeben ist? Die gleich eingeblendete Aufgabe gibt Ihnen umgekehrt eine Figur und Bildfigur vor, die aus Drehung an der Originalfigur entstanden ist. Ihre Aufgabe ist, das Zentrum und den Drehwinkel konstruktiv zu bestimmen.